Rezensionen, Emotionen, Videos bloggen und mal loggen. Seit 10 Jahren spielen Narren, lebt dreimal hoch, klicken abend. Dann haben wir hier ein Eroberungsspiel, würde ich rein vom Namen sagen. Attack Deluxe, und ich meine, das gab es schon mal vor Urzeiten. Genau, der Name ist Programm sozusagen, darum geht es nämlich genau in das Spiel. Das Spiel endet nach einer bestimmten Anzahl von Runden. Man erhält Siegpunkte für die Region, die man erobert hat. Das Spiel, wenn ihr gerade einmal hochfilmt, gibt es tatsächlich immer noch. Wupp. Das hier ist die Grundversion sozusagen. Die verkaufen wir sehr stark preisreduziert zusammen mit dem Attack Deluxe, weil man tatsächlich aus diesem Attack, was ja schon 10 Jahre plus auf dem Buckel hat, die Sachen braucht. Die Minifiguren. Okay. Die kann man dann hier alle komplett mit reintun, zusammen mit dem neuen Material. Das hier ist also sozusagen nur noch eine nutzlose Hülle, außer für den geneigten Sammler. Ja? So. So sahen übrigens Cover mal früher aus. Ja, so sahen Cover früher aus. Anleitung sieht auch ein bisschen anders mittlerweile aus. Was kommt neu dazu? Attack Deluxe, ganz klar. Man hat Einheiten, man fängt in einer bestimmten Region an und expandiert über Kampf. Kampf wird hierbei relativ einfach abgewickelt. Und zwar mit Kampfwürfeln. Ich muss das Symbol der entsprechenden Einheit würfeln, mit der ich angreife. Dann vernichte ich den Gegner. Und dann werde ich mit dem Panzer. Genau. Und dann vernichte ich den Gegner eben halt. Es ist aber auf Geschwindigkeit angelegt. Es ist von der Schwierigkeit her ein bisschen leichter als das Access and Allies. Aber man hat hier halt noch Technologie mit drin. Das heißt, Technologie beeinflusst eben halt, wie ich mich verbessere, welche Kampffertigkeiten ich habe und so weiter. Zentral ist, wie läuft das Spiel ab? Naja, man kann eben langes, mittleres oder ein kurzes Spiel machen. Das hängt dann davon ab, wie lange man spielt. Läuft das auf Welteroberung hinaus oder gibt es Missionen? Nein, läuft nicht auf Welteroberung hinaus, auch nicht auf Missionen. Es läuft wirklich darauf hinaus, dass man Punkte für die einzelnen Regionen auf dem Spielplan eben halt kriegt. Und darum geht es letztendlich auch. Das Spiel endet außerdem automatisch auch, wenn von irgendjemandem die Hauptstadt erobert wird, sozusagen. Wenn man gut spielt, kommt das auch nicht so häufig vor. Wenn man natürlich gemeinsam gegen jemanden spielt, kann man das Spiel dahingehend sehr schnell beeinflussen. Es gibt anscheinend auch eine neue Karte im Verhältnis zum alten Spiel, schätze ich mal. Wir haben die riesige neue Karte, das heißt, wir spielen jetzt auf der kompletten Welt sozusagen. Ja. Ja, die kann man auch zusammenlegen oder einzeln spielen, wie man möchte. Das ist neu. Es gibt vor allem die Marineeinheiten eben halt auch neu. Na, weiß ich, kann ich doch hier. Ups. Marineeinheiten, das verspreche ich zu viel. Nee. Die verschiedenen Marineeinheiten sind hier. Das heißt, ich kann jetzt auch zur See transportieren und da kämpfen, was ich vorher nur mit Karten eingeschränkt konnte. Spielablauf ist nach wie vor gleich im Prinzip. Wir spielen immer in Jahren, in Spieljahren. Da gibt es immer einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst und einen Winter. Im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter kann man eben halt eine der Aktionen machen, nämlich transportieren zu Land. Blitz haben wir jetzt mal angreifen genannt, weil das auf Deutsch ja kein richtiges Wort ist. Das heißt, man greift an, man kann seine Technologien verbessern. Man kann Öl verbrennen, das gibt es so im Winter die Aktion, weil man macht normalerweise keine. Man kann bewegen, navigieren, bauen, also Einheiten vor allem, oder verhandeln. Das heißt, mit einem diplomatischen Mitteln eine benachbarte Region besetzen. Ich kann davon jeweils pro Jahreszeit eine Aktion durchführen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall 3 pro Jahr machen. Wenn ich Öl verbrenne, das ist relativ teuer, dann kann ich im Winter noch eine zusätzliche 4. Aktion durchführen. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Sind viele Farben drin, also gehe ich davon aus, man kann es mit mehr als 4 Personen spielen? Ja, du kannst auf jeden Fall bis 6 Spieler spielen. Eben halt. Das ist auch das Ziel gewesen. Es macht einfach auch mit mehr Spielern am meisten Spaß, weil dann auch, es läuft zu zweit gut, deswegen spielt man auch nur mit einer Karte in der Regel, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ich mit 2 Spielern das Ganze hier belege, dauert das Spiel relativ lange. Ja? Mit 6 Spielern ist mehr Action drin. Das hängt immer davon ab, wie man es mag. Ist, wie gesagt, sehr flexibel. Man kann auch bestimmte Regionen einfach sperren, haben wir auch gemacht, wenn man jetzt gerne mit bestimmten Ländern spielen will. Sagen wir halt mal, wir lassen Indien oder so raus. Muss halt nur gucken, dass die Seestraßen und so weiter immer benutzbar sind, damit man das hinkriegt. Ja? Und das ist das von Land Rover, das zweite große in diesem Jahr. Mit einer schönen neuen Grafik. Länder haben auch bestimmte Eigenschaften, die fangen mit unterschiedlich an. Also wir haben faschistische Länder, demokratische, monarchistische und kommunistische Länder. Das wird am Anfang zugelost sozusagen und dementsprechend spielt man das Spiel. Spieldauer 90 bis 120 Minuten, würde ich sagen. Es war eben auch das Ziel ein bisschen mehr, weil wir im Vergleich zu Access and Allies, der Vergleich drängt sich ja hier auf, ein bisschen mehr mit Technologie zu arbeiten, die Spieldauer aber doch zu reduzieren insgesamt. Außerdem sieht man daran, wie lang Land Rover schon Spiele entwickelt, ja, weil es ist mindestens 10 Jahre alt, hast du gesagt. Mindestens 10 Jahre, wir gucken mal drauf.
Ah, das ist wirklich die Originalverpackung das auch, Das ist oder die Originalverpackung 2003. Oh, sagen wir mal 13 Jahre alt. Deswegen, ja. Und wie man auch sieht, wir haben unsere Verpackung auch ein bisschen gearbeitet mittlerweile. Das ist halt auch aus dem Eagle Games von damals. Rezensionen, Emotionen, Videos blocken und mal locken. Seit 10 Jahren spielen Narren, lebt dreimal hoch, klicken, abonnieren.